So, und damit einmal hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Halbdrinne hier bei mir auf meinem Kanal. Ja, ich muss mal ganz kurz was vervollständigen gerade bei meiner vorigen Aufnahme, beziehungsweise was jetzt hier eigentlich jetzt hier die neunte Aufnahme wäre, war ein bisschen was schief gegangen bei meiner Folge, die ich aufnehmen wollte. Und musste das gerade ein bisschen rückgängig machen, deswegen habe ich die vorige Aufnahme einfach komplett gelöscht. Und fange jetzt hier und habe jetzt hier kurz alles wieder rückgängig gemacht und fange jetzt quasi wieder von hier an. Also kurzer Update zur vorigen Folge. Wie das jetzt ist. Also ich habe hier jetzt noch mal ein paar P1 Miner gemacht. Wir sind hier also jetzt im Besitz von 9 Miner. So, das ist zumindest der Status. Deswegen infolgedessen läuft hier dann auch alles auf Hochtouren. Mal gucken, wir können mal gucken, was unser Gold einnahmen. Oh. Das ist mal direkt runtergefallen. So. Mal einmal gucken, wie es denn hier aussieht. So, drück einmal, dann kann das hier schon mal weiterlaufen. Mal gucken, Eisen haben wir aktuell 3400. Ja, es liegt ein bisschen länger, gebe ich zu. Gold haben wir aktuell auch hier, Wert von 50.000. Also, das lief nicht lange, gebe ich zu. Also, eine halbe Stunde lief das denn. Ach, guck mal, das Teil, den können wir unsere Spitzhacke ja verbessern. Warte mal, wir haben noch hier den Tisch. Warte mal. So. Guck mal, da können wir nämlich unsere Pickaxe nämlich upgraden. Zack. So, jetzt haben wir eine gesharpet Pickaxe. Um sie jetzt noch zu bearbeiten, brauchen wir Emerald 1000. Ich glaube, so viel haben wir nicht. Mal gucken, Chlorid. Wie sieht es hiermit aus? Haben wir 253. Und bei diesen neuen Ärzten haben wir auch noch nichts. Ja, genau. Hier habe ich noch eine Wanne hingestellt. Hier sind eben die Ressourcen drin gelattet, die, ja. Und mal, ich habe doch... Doch, und nichts wollte ich gerade sagen. Liegt doch hier. So. Genau. Ja, das läuft ja alles auch ziemlich relativ langsam. Aber ist ja kein Problem. Die Ressourcen kommen trotzdem relativ gut rein. Ich würde auch sonst gucken, dass ich hier noch mehr Rohre und so hole, dass wir uns hier dann noch mehr installieren können. Ich muss, hoppala, ich will den Gewinn hier noch weiter maximieren. Also hier unten habe ich ja soweit alles frei. Apropos, wir können auch kurz die neue Spitzhacke mal ausprobieren. Oh, warte mal. So, jetzt. da bist du. So, die macht jetzt höchstwahrscheinlich jetzt noch mehr kaputt. Beziehungsweise räumt noch besser auf. Ah, guck mal, funktioniert schon super, ne? Wie viel man damit schon freiräumen kann. Ist ja schon herrlich. Achso, das geht nicht. Zack. Das läuft schon ganz gut. Ja, zumindest möchte ich hier. Hoppala, ist mich runtergefallen. Noch mehr Miner installieren. Dazu würde ich hier wahrscheinlich so krumm. Ja, überlegen wir mal. Wir müssen sowieso erstmal noch mehr T1 Miner erstmal machen. Warte mal, dafür schalte ich mal kurz. Oh, es ist irgendwas kaputt. Genau, ich habe hier noch eine Kiste mit 5 dieser Werkzeugtaschen. So, und damit läuft das jetzt wieder weiter. Das wird auch nochmal automatisiert, versprochen. genau, dafür mache ich hier mal kurz einen Stopp, damit ich mal kurz hier den Eisen rausholen kann. So, kann auch wieder weiterlaufen. Guck mal, brauche ich nämlich die Eisenbarre nämlich mit, dann brauche ich die leere, warte mal, du bist die leere Kiste mit. So, wenn die Kiste drauf bleiben würde. So, dann kann das quasi schon losgehen. Ah, jetzt. So, und dann fahren wir einmal zum Eishelm und einmal zum Riesenamboss und machen uns neue, ja. Ja, schmiedeiserne Bohrer. Deswegen, ich hatte da in der letzten Folge zum Beispiel, was ich für mich selber auch ziemlich blöd fand, weil so spiele ich eigentlich konkret gar nicht. Hatte ich viel mit dem Flugmodus und so gemacht. Und das war mir doch ein bisschen zu viel Cheating.
weil ich doch was wegen den Ultimate Will machen wollte. Und nee, das heben wir uns für später auf, aber jetzt wäre das ein bisschen zu krass, der Fortschritt. Und vor allen Dingen auch ein bisschen unrealistisch. So, da kommen wir an. Deswegen habe ich gesagt, ich verwirf die ganze Aufnahme und ja, mache jetzt hier einfach nochmal. So. Gut, hier können wir jetzt einfach runterspringen. Hui! So, und unten. Und am Meer rüber. Wir sehen ja auch dank der Kiste, die wir hier bei uns haben, ja auch sehr viel, müssen wir dazu gestehen. So. Dann will ich mal sagen, platziere ich die Kiste mal hier. Mal gucken, ich weiß gar nicht. Soll ich jetzt mal so lange machen, bis ich kein Eisen mehr habe? Mal gucken, wie viel können wir uns damit denn herstellen? 3900, das heißt, wir können uns 13 Stück herstellen, wenn wir wollen. Ja gut, machen wir das einfach mal. So, dann fangen wir an. Ich finde dieses Geräusch einfach zu geil. Oh, nein! Moment. Da, genau, nimm mal bitte wieder auf. Ah, das werden wir auch nochmal automatisieren. Schon ganz schön nice gemacht hier, muss man sagen. So. Was stehe ich denn da und warte? Ich habe mich auch schon unten hinstellen können. So. So. Weiß gar nicht, wie viele gingen nochmal in die Kiste? Ich glaube 20 Bohrer. Guck mal, wir haben das schon 10-mal geschafft. So. So, dann können wir das noch zweimal. Und dann mal gucken, ob wir für diesen Claim dann auch genug von den T1-Bohrern haben. Naja gut, wir könnten es... Naja gut, es gibt ja noch bei den Startclaim gibt es ja dahinter noch so ein kleineres. Da könnten wir eventuell auch noch mal was dran batschen. So, damit haben wir die Menge, die wir haben wollten. So, dann packen wir unsere Eisenbahn mal wieder drauf. Mal gucken, wie viel ist noch drauf. 28, ja klar, ist natürlich nicht mehr so viel. Gut. Das war's. Wir gehen jetzt wieder zurück. Ja, der Weg wird kein leichter sein. Ah, ja gut, jetzt müssen wir warten. Ach ja, na, wo bleibt der Fahrstuhl? Da. Da, auf mit uns. So. Dann laden wir alles wieder auf den Truck. Ach, guck mal, es wird auch hier langsam wieder dunkel. Ach, guck mal, Beleuchtung haben wir schon an, das ist toll. Nee, weil da werde ich es doch mal versuchen, jetzt ein bisschen realistisch zu halten. Und ich meine, gut, könnt ihr mir aber auch gerne in den Kommentar schreiben. Warte mal. Hier links. Jetzt muss ich gerade ganz kurz überlegen. So. In den Kommentar schreiben, soll ich hier ruhig weiterhin die Abkürzungen fahren, die ich das in den Folgen davor gemacht habe, oder soll ich doch lieber so per Fahrzeug auf die Originalstrecken bleiben? So, das könnte man mal gerne mitteilen. Weil da bin ich echt unschlüssig, was ihr da besser sehen würdet. Ich meine, klar würde da natürlich alles länger dauern. Den Preis wäre ich dafür gerne bereit zu zahlen. So. ja, dauert halt dann nur alles, ne? Das ist klar. So, packen wir einfach mal hier. Ja, kann ich ohne mir Kopfschmerzen zu machen die Anlage laufen lassen, auch wenn ich mal nicht da bin. So, wir gehen mal pennen.
Wenn es hell ist, sieht es ja doch ein bisschen besser aus. So, auch wenn es jetzt hier immer noch dunkel aussieht. Mal gucken. Also ich hätte ja sonst vorgemacht, ein T-Stück. Und dann muss ich mal gucken. Ja. Pass mal auf. Genau. Die Kiste können wir sonst erstmal hier unten stehen lassen und den Barren tun wir erstmal zurück. Da ist unser Eisen. So. Ne, guck mal, man kann das auch sehen. Guck mal, so viel haben wir jetzt in der kleinen Zeit, wo wir jetzt mal eben weg waren, eingenommen. Also es geht echt zügig hier, was das angeht. Und das mit 9 Minern. Ich meine, gut, wir buddeln ja auch ganz unten. Hier im Kleinen, das ist klar, dass wir da natürlich... Ach, guck mal, hier sind noch die Rohre, die ich hier noch hatte. Die sollten eigentlich auch noch weg. Kommen wir auf meinen Schrotthaufen. Wie gesagt, die kommen auf jeden Fall auch nochmal wieder weg. So. Dann gehe ich mal kurz hier mal zum Shop. Ich weiß nicht, unser Geld liegt hier. Ja, warte. Nee, unser Geld liegt nicht hier. Gute Frage, wo habe ich mein Geld gelassen? Ah, hier. Oh, Gott sei Dank. Ja, von den letzten Einnahmen 36.000 noch übrig. Der ist schon Wahnsinn, wie viel. So, mal gucken. Dann will ich mal ein paar T-Stücke mal mitnehmen. Noch nicht so viele, aber ein paar hätte ich schon gerne. So. Das war mir ehrlich gesagt klar, dass er runterfällt. So, gib mir erstmal die 4. Die nehme ich erstmal. Danke. So, ach, können wir. Ah, lass mal hier stehen. So. Und lass mal gucken. Weil ich hätte sonst gesagt, nimm das hier mal weg und würde gerne so ein Rohr installieren. Guck mal, da könnte gleich so einer. Wäre sonst mein Gedankengang. Eine Frage. Weil es muss dann meiner hier hinpassen. So, aber der würde ja gegen die Erde. Das ist auch nicht irgendwie smart. So. Würde ich dann hier dran machen. Da würde es ja aus meiner Sicht theoretisch für mich. Das ist kacke. Aber mal, dann würde ich hier noch lange durchziehen. Also da kriege ich, glaube ich, keinen guten mehr hin. Pass mal auf. Gib mir noch mal die restlichen T-Stücke. So. Pass mal auf. Dass ich das gerne dann hier so weiterzieht. Und wenn auf der anderen Seite gegenüber Platz ist, dasselbe Prinzip wie hier machen. Das da dann weiter. Wie viel brauchen wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Grad, ne? Und weißt du was? Ding hier können wir eigentlich auch rausnehmen. Da gibt es einen gebogenen, dann hört zumindest da das Geplätzer schon mal wieder auf. Da. Ah! Bin runtergefallen. So. Pass mal auf. So. Dann kann ich gleich noch einen Geraden mitnehmen. Guck mal, jetzt kriegen die Geraden hier wieder eine gute Verwendung. Oh, verdammt! Oh, jetzt habe ich den an der Wand platziert. Verdammt, okay. Gut, das war jetzt doof, aber ist nichts Schlimmes. Also, was sagt ihr jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut. 6 Geraden Rohre brauche ich einmal. Muss ich mich mal kurz aushusten. I got the goods if you got the cash. Ah, ist ja kein Problem. Pass mal auf. So. 1. 2. 2 bleibt nicht liegen. 2 bleibt da liegen. 2. 3. 4. 5. Krieg ich da noch einen hin? Perfekt. Zack, mitgenommen.
So, dann wollen wir mal bezahlen. Thanks for your business. Oh. Verdammt. Ah! So. Geht das? Ja, gut. Klippt noch. Gut. Dann geht es weiter. So, genau. Dann nehmen wir die Rohre mal mit. Und irgendwas ist schon wieder kaputt. Irgendwas ist schon wieder kaputt hier. So. Ja. Die Anlage muss weiterlaufen. Warte mal, gib mir sonst mal kurz die Spitzhacke hier. Mach mal kurz die lästige Erde hier mal weg. So. So, dann kann man auch da das Rohr installieren. Und dann müssen wir gleich noch einmal los, noch mal ein paar Ressourcenteleporter holen. So, und jetzt noch einer. So, schließe ich jetzt aber noch nicht an. Ich lasse das Ding erstmal noch liegen. So, genau. Wir müssen erstmal los noch ein paar Ressourcenteleporter kaufen. Da habe ich mein Geld jetzt bloß nicht vergessen. Das wäre ganz schlecht. So. Gut. So. Gut. Dann brauchen wir mal kurz ins kleine Dörfchen. Weißt du, in der ersten Staffel, wo ich stetig drauf achten musste, dass ich bloß die, dass ich bloß keine zu hohe Belastung habe mit dem PC. Jetzt kann ich das hier ja schon fast quasi ignorieren, was ich ziemlich feiere, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, ich will es zwar nur nicht drauf anlegen, aber es muss ja nicht sein, ne? Na, no, fahren wir mal hier rum. So, wir müssen... Ach, wir sind schon vorbei. Ich finde, das lässt sich jetzt ziemlich smooth fahren. Wenn ich überlege, wie der Truck sich vorher gefahren hat, ist das schon ziemlich geil, muss ich sagen. So, kaufen wir uns mal ein paar. Nein. Das Geld kannst du mir schon mal geben. Pack mal hier schon mal rein. Weißt du was, ich habe sogar eine noch tollere Idee. Pass mal auf. Wir gehen noch mal los. Wir kaufen uns eine neue Leglovius-Kiste. Dann können wir auch gleich ein paar mehr kaufen. Pass mal auf. Das machen wir uns jetzt richtig einfach. Kann es das sein, dass der Ingame-Sound ein bisschen zu laut ist? Ich weiß nicht. So. Zumindest jetzt so mit der Musik kommt mir das so vor. Oh, warte mal. So, jetzt. Nehmen wir die Globius. Die würde ich gerne haben. Danke. So. Ja, so geht's auch. So sehe ich auch mehr. Ja, ich möchte. Man könnte auch bitte sagen. Unhöflicher Kerl. Echt unhöflich. So. So, dann müssen wir den nämlich einfach jetzt nur was da vorlegen. So. Wie viel kostet einer? 400. Ja, komm, kauf erstmal 5. Das ist in Ordnung. Du kannst auch ruhig hier drauf platzieren, das ist nicht schlimm. Stimmt. Wir können noch mehr, weitaus mehr von denen holen. Aber ich kann ja hier auch auswählen. So, 10. Ah, machen wir nochmal 10. So. Genau. 12.300, das kaufen wir so. Guck mal, haben wir erstmal 25 von den Dingern. Dann brauche ich nicht erstmal so viele nachkaufen. Oder so schnell. Zumindest sollte das für unser Startclaim auf jeden Fall leicht reichen. So. Jetzt fahren wir zurück. Was? Ich kenne die NPCs hier schon einen Tag nach Rhythmus?
Mein Gott, die Feder werden vorne aber beansprucht, ne? Bin betrunken hier. Wenn ich so sehe, die kleinen Vorderräder, wie sie so wippen und hippen. Herrgott. Jetzt bin ich hier gegengefahren. So. So, gut. Warte mal. Ich drehe doch einmal besser um, damit der Truck zu mir schon mal gerade steht. So. Jetzt. So, dann wollen wir mal gucken. Hm? Oh, ist ein Filter kaputt. Das passt eigentlich ganz gut. Das passt eigentlich sogar gerade richtig gut. So. Weil dann kann ich das hier doch eigentlich jetzt schon fertig machen. So, gut. Genau, dann bin ich einmal kurz mit den Teleportern hier erstmal. Genau, du kommst dahin. Okay, da nervt mich noch so ein Stück Erde. Ja, ich sage ja, mit der jetzigen Spitzhacke ist das gar kein Problem mehr. Jetzt können wir das richtig schnell hier aufräumen. So. Ah, oh. Hoppla. No, kein Problem. Warte mal. So, schaffen wir uns mal etwas Erleuchtung. So, mal gucken. Dann stellen wir den nächsten dahin. So. So, dann würde ich mal gern gleich mal gucken, wann ich meiner gegenüber hinstellen kann. Ab hier könnte es vielleicht klappen. Das muss man gucken. Also hier bräuchte ich dann auf jeden Fall noch mal ein T-Stück. Ist aber ganz schön schwierig, da hinzukommen. Ich probiere es einfach mal. Pass mal auf. Wir haben ja noch genug Ecken. Pass mal, dann würde ich sonst hier eins hinsetzen. Ja, ich muss das ja irgendwie mit den Rohren schaffen, ein bisschen in der Erde zu klippen. So. Guck mal, dann muss ja hier so eins hin. Dann muss ich da. Ja, oder könnte hier auch zwei hin, das wäre egal. Ne? Von wo ich das jetzt angehe. Guck mal, dann haben diese Rohre endlich mal eine Verwendung jetzt hierfür. Da muss ich muss quasi nur gucken, dass. Warte mal. Ungefähr hier, glaube ich. Das wird das ultimative Test. Dann brauche ich auf jeden Fall noch. Warte mal. Den habe ich da. Dann brauche ich auf jeden Fall noch zwei Grane. Warte mal. Achso, ein Gran, das kann ich hier schon wegnehmen, weil da kommt gleich ein T-Stück rein. Zwei Gerade. Ich könnte auch hier genauso gut gucken. Warte mal. Tu mal weg. Die tun wir auch mal da weg. Ob ich das hier eventuell einmal umsetze. Pass mal auf. Damit wir hier, weiß nicht, ob wir das da gleich auch kaufen können. Warte mal, machen wir hier mal frei. Hier, damit wir hier mal in Ruhe arbeiten können. Ja, warte mal, lass mal zum Shop gehen. Genau, ich brauche den hier mit Geld. Verfügt ja auch sowas über einen Druckbehälter. Damit können wir den Druck in den Rohren wieder erhöhen. Vorausgesetzt, das Ding bleibt drauf, was er nicht tut. Doch, bleibt er. So, dann brauche ich auf jeden Fall noch einige Gerade, ne? Ja, fall runter, ist mir dann auch egal. So. Also, ich muss mal gucken, dass ich das Ding hier ein bisschen voll kriege. So. Dann brauche ich auf jeden Fall noch einige Krumme.
Ah, da. So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich vorsichtig den richtigen kriege. So. So. Gib mir sicherheitshalber noch ein. So. Ja, jetzt muss ich die Palette echt ein bisschen vollstopfen. So, noch ein geraden. Das sollte, denke ich, reichen. Schauen wir mal. Boah, ich sehe nichts mehr. So. Ja, klar. 396. Weil, dann werden wir dafür sorgen, dass unsere Bohrer hier echt mal so einen kleinen Boost abkriegen. Weil ich würde sonst den Drucktank... würde ich hier nämlich gerne einen Drucktank nämlich anbringen. Seitdem man ihn nicht öffnen kann. Na gut, bin ich gleich heraus. Also ich brauche hier dann noch Rohr. So. Guck mal, da haben wir hier noch ein geradenes. Oh, hoppla. Hier noch ein geradenes. So, dann hier noch ein geradenes. So. Dann brauche ich noch mal ein Knickeding. Beziehungsweise zwei. Da kommt nämlich eins hin. Gib mir noch mal ein Knickeding. So. Ach so, muss ich das Locket machen, damit es funktioniert, oder? Ja gut, da. Hä? Also eine Frage, wie öffnet man den Drucktankbehälter? So, du kannst... So, hahaha, Moment. Locked, so. Ach, ein T-Stück hätten wir jetzt auch noch gebraucht. Also ich habe jetzt hier einen dran. So, das muss ich mal echt ganz kurz abschätzen. Oh, hoppala. Ja, das war so jetzt nicht geplant. So. Und der muss dann auch hinter meiner, also dahin. So, mach schon mal an. Achso, der Ort war ST1, ne? Genau. Da muss ich das mal hier kurz mal machen. So, warte mal. ST1. So, einmal kopieren. Save. 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 So, speicher mal. Danke. So, ja, ich muss gleich nochmal los ein T-Stück kaufen. Wofür brauchte ich nochmal gerade? Brauchte ich nochmal irgendwo gerade? Ach, hier, warte mal. Da soll nämlich eins hin. Genau. So, dann gehe ich jetzt hier nochmal runter. Genau. Hier ist auch noch ein geradenes hin. So, warte mal, geben wir mal den Helm hier, dann sehen wir auch was. Eine Krümmung? Brauche ich jetzt gerade eine Krümmung? Nee, ne? Nee, ich brauche eigentlich jetzt nur ein T-Stück. Beziehungsweise noch mehrere. Pass mal auf, ich leg den mal einfach mal hier hin. So. Und dann kaufen wir einfach noch mal ein paar. Ja, alles gut. So, lass mal gucken. So. Komm mal, das legen wir dahin, das legen wir dahin. So. Zack. Ja, auf jeden Fall ruhig noch einige mehr kaufen. So. Ja, wenn wir noch ordentlich was an meiner jetzt zugelegt, da können wir ruhig noch ein paar mehr holen. Ich sehe schon, wir haben die Zeit schon fast rum. Ich mache mal hier eine ganz kurze Unterbrechung und würde sagen, wir sehen uns dann gleich in der nächsten Folge wieder. Die müsste ja dann theoretisch auch am selben Tag dann kommen. Und dann würde ich sagen, danke, dass ihr reingeschaut habt. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich, Leute. Tschüss.